Okay, Leute, wir fangen mal an. Wir gehen einfach mal rüber. Dürfen wir nämlich, das ist Polizei erlaubt. Wunderschönen guten Tag. Es gab eine Sitzblockade vor der Tür und im Treppenhaus. Als die Kriegsvollzieherin erschien, schalten ihr Sprecher entgegen. Ob Ali oder Kalle, wir bleiben alle. Oder hohe Mieten, Zwangsumzug, davon haben wir genug. Die Kriegsvollzieherin konnte die Wohnung nicht betreten und sagte daraufhin die Räumung ab. Ihre vorab geschriebene Begründung gab an, wegen, Zitat, eines Menschenauflaufs und massiver Ausschreitungen, wo sie die gesehen hat, weiß ich auch nicht, nach dem Abzug der Gerichtsvollzieherin feierten die Blockaden den Erfolg. Daraufhin besuchten noch 30 bis 40 Aktivisten das Büro von André von Nell im Hintergrund. Eine telefonische Verbindung zu ihm wurde hergestellt. Er zeigte allerdings keine Einsicht und bestand weiterhin auf der Zwangsräumung. Am Abend. Ja, sehr gut, sagte meine Meinung. Am Abend der unseren zwei Menschen in Kreuzberg die erfolgreiche Behinderung und mit den Nachbarn zu kommunizieren. Viele Menschen gratulierten der Demonstration. Wir sind heute hier, um nochmal zu bekräftigen. Herr Franell soll sich mit Ali Göbel und der Familie in Verbindung setzen. Er soll die Zwangsräumung zurücknehmen. Ja, Räumung zurücknehmen! Hört auf, für Franell zu arbeiten! Fällt euch frei! Okay, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Infos. Also, um was geht's eigentlich? Die Familie Göbel wohnt seit mehreren Jahrzehnten in der Wohnung in der Lausitzer Straße ab. Nach einer Zwangsversteigerung erwarb André Franell das Haus. Er erhöhte daraufhin massiv die Mieten, um die alten Mietparteien loszuwerden und teurer neu vermieten zu können. Einige Mieterinnen wurden verdrängt, andere zahlten höhere Mieten. Die Familie Göbel klagte gegen die Mieterhöhe, verlor allerdings vor Gericht. Die rechtliche Regelung sieht dann vor, dass innerhalb von 2 Monaten die eingezahlte Mieterhöhe bezahlt werden muss. Dies wird aber nirgendwo angemahnt. Der Familie war diese juristische Spitzfindigkeit nicht bekannt. Der Vermieter André Franell natürlich schon. Er kündigte daraufhin der Familie fristlos. Diese klagte gegen die Zwangsräumung bis zum Bundesgerichtshof und er lag aber in allen Instanzen. Das ist aber egal, wir lassen die Räumung nicht zu. Ob Ali oder Kalle, wir bleiben alle! Ob Ali oder Kalle, wir bleiben alle! Ja, danke. Der Vermieter André Fallet hat sich auf Zwangsversteiger der Häuser spezialisiert. Im Internet schreibt er über die Lausitzer Straße 8. 2006 Mehrfamilienhaus in Schwilden, ehemaligen Berliner Bezirk SO36, mit 2500 Quadratmeter erworben. Neben Kellertrockenlegung wurde das Dach sowie die Fassade renoviert. Mietoptimierung erfolgte überwiegend im Bestand. Also, der ehemalige schwierige Bezirk SO36 ist hoffentlich nicht nur ehemalig schwierig. Und was Franell mit Mietoptimierung meint, ist die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern. André Franell betreibt eine Internetseite, welche eine Bewertung von zwangsversteigerten Häusern anbietet. Für sein gutes Image hat er eine Stiftung gegründet, welche zum Beispiel zwangsumgesiedelten Menschen in Thailand hilft.
Mit dem Geld, welches er aus der Verdrängung von Familie zieht, versucht er gleichzeitig auch, sich als Verlustländer zu inszenieren. Schweinerei! Kündigung zurücknehmen! Die steigenden Mieten in Berlin sind für viele Leute ein Problem. Nicht nur die 20 Euro und 20 Züge, sondern auch die hohen Mieten sind nicht mehr bezahlbar für viele Leute mit geringem Einkommen. Die 20 Euro steht im Kontext von massiv steigenden Mieten in Berlin. Immer mehr Menschen können sich die höheren Mieten nicht mehr leisten. Diese Verdrängung findet meist still und leise statt. Es ist ein wichtiger Schritt, dass deutlich geworden ist, dass die Verdrängung aber ein gewaltsamer Akt ist, welchen Menschen aus ihrem Leben zu geben reißt. Mit Mitteln des zivilen Ungehorsams konnte erstmals die konkrete Verdrängung einer Familie verhindert werden. Yeah. Da die Politik nur marginale Anstrengungen zeigt, um die massive Mietsteigerung zu stoppen, wird es auch in Zukunft immer mehr Zwangsräumungen geben. Im Internet ist eine Konferenzbeschreibung zu finden, wo Frau Junge Raja, das ist die ehemalige Stadtsenatorin, ihr Büro war gleich in die Ecke. Das ist die Lust, die noch meinte, irgendwie, es gibt keine Wohnungswohnung in Berlin. Mittlerweile hat sie den Job nicht mehr. Also diese Frau Junge Raja ist mit den Vermietern André Banel mit so einer Grundeigentumszeitung abgebildet. Da sind noch andere Putzes mit dabei, zum Beispiel der allseits beliebte und bekannte Sarrazin. Also das ist ein sehr schönes Beispiel, wenn alles nicht mit drin ist, dass wir jeden Partei zumeist in der Rest der Familie nicht vertreten. Okay, solange Hohn eine Ware ist, gibt es in dieser Gesellschaft ein Recht auf Profit und kein Recht auf Hohn. Das nehmen aber viele Menschen nicht mal einfach hin. Und deswegen wehren sich mit zivilen Ungehorsam gegen diesen Zustand. Wir Unterstützerinnen und Unterstützerinnen werden aber auf den zweiten Räumungsversuch der Frankenkundigen verhindern. Heute deswegen diese Kundgebung und weitere Aktivitäten werden zu erwarten sein. Auch andere Zwangsräume wie von Julian Tschechisch und noch nicht bekannte Zwangsräume sollen verhindert werden. Die stören hier so ein bisschen den Ablauf. Der Polizeiführer wünscht, dass die Leute auf der Straße nicht die Autos anhalten und Zettel reinreichen. Okay? Sonst könnten wir so bleiben. Okay, Papi. Okay, ich bin jetzt eigentlich auch mal so weit fertig. Ich glaube, jeder weiß, was Sache ist. Ihr da oben hoffentlich auch. Wir verlesen jetzt noch mal den Brief, den die Familie Müllbohl an den Vermieter geschrieben hat. Aber zuerst können wir noch was rufen, oder? Ja. Zuerst rufen wir noch was. Gute Idee. Ali, ob Ali oder Kalle, wir bleiben alle. Ob Ali oder Kalle, wir bleiben alle. Ob Ali oder Kalle, wir bleiben alle. Ali oder Kalle? Aber jetzt. Kündigung zurücknehmen, Franel. Ja, genau. Ich so. Kündigung zurücknehmen! Hände weg vom reichen Kiez! Ich verlese hier, wie gesagt, den Brief der Familie Göbel. Und zwar geht das. Sehr geehrter Herr Ronell, hiermit appellieren wir an Ihr soziales Gewissen. Geben Sie bitte die Räumung und die Kündigung auf. Zu bedenken wäre, dass wir seit über 35 Jahren in dem Haus leben. Hier aus einer Ruine haben wir daraus eine bewohnbare Wohnung gemacht, in der wir sehr viel Zeit und Geld investiert haben. Wir fragen uns, wie wichtig ist es Ihnen, unser Zuhause zu entziehen und welche Motivation haben wir dabei? Haben Sie dabei? Genau. Entschuldigung, der Brief ist ein bisschen Fehler abgeschrieben. Für uns ist die Wohnung alles. Unsere sozialen Kontakte, unsere ganze Biografie und vor allem unsere Privatsphäre. Wir möchten gerne die Wohnung behalten und das Geschehene vergessen. In einem persönlichen Gespräch ein Nein abzuschlagen. Sie engagieren sich schließlich für soziale schwache Menschen und haben Experten für Obdachlose gefunden. Ich hoffe, Sie bedenken die Situation noch einmal und kommen zu einem positiven Entschluss. Mit freundlichen Grüßen von mir. Okay, nochmal, alle, die es nicht wissen. Hier sitzt die Franel Mobilien Consulting mit dem Chef André Franel. André Franel gehört das Haus in der Lauterstraße 8. Er will eine fünfköpfige Familie zweifrollen. Das ist am Montag am
missglückt. Und zwar ist es missglückt, weil 200 Leute kollektiv und solidarisch diese Zwangsräumung verhindert haben. Und sie werden auch die nächste Zwangsräumung verhindern. So viel an andere Flanell. Das Beste ist, er setzt sich mit der Familie nochmal zusammen, nimmt die Zwangsräumung zurück. Go to hell, André Flanell! Go to hell, André Flanell! Hier gibt es noch eine Presseerklärung, und zwar, vielleicht können Sie sich an mich erinnern. Es gab am 3. September letzten Jahres, kurz vor den Wahlen in Berlin, die erste wirklich große Demo gegen steigende Mieten unter dem Motto: jetzt reicht der Grünbecher oder das Montransby, mit mehr als 6000 Leuten. Dieses wurde maßgeblich von einem Zusammenschluss von Kiezinitiativen initiiert, diese Demonstration. Und diese Kiezinitiativen haben jetzt eine Presseerklärung rausgegeben, und zwar mit dem Ton, diese Zwangsräumung zu verhindern. Ich lese sie mal kurz vor. Presseerklärung. Wir brauchen euch alle. Wir, die Stadtvernetzgruppen, ein breiter Zusammenschluss von über 20 Stadtteilinitiativen und Gruppen, die gegen Mieterhöhung, Verdrängung und Verarmung in Berlin aktiv sind, erklären Folgendes. Wir gratulieren dem Bündnis gegen Zwangsräumung zur ersten Behindertenräumung in Berlin zu ihrem großen Erfolg am 22.10.2012 in der Lausitzer Straße 8. Wir sehen die Verhinderung von Zwangsräumungen auch als unsere Aufgabe an. Einige Gruppen von uns haben bei den Blockaden aktiv mitgewirkt. Wir akzeptieren keinen Ausverkauf der Stadt. Wir akzeptieren keine weitere Verdrängung auf unseren Kiezen, aus unseren sozialen Lebensmittelpunkten, aus unseren Häusern und Wohnungen. Wer Leute aus Wohnung schmeißt, ist in dieser Stadt nicht willkommen und muss darüber hinaus mit unserer Wut rechnen. Wir, die Veranstalterinnen der außerparlamentarischen Mietenstopp-Demonstration am 3. September 2011, rufen alle Teilnehmerinnen dieser Demonstration auf, einen zweiten Anlauf zu einer Zwangsräumung in der Lausitzer Straße 8 zu verhindern. Wir brauchen euch alle. Wir müssen innerhalb kürzester Zeit mobilisierbar sein. Achtet daher auf genaue Ankündigung des Bündnisses gegen Zwangsumzüge. Achtet darauf, welche Vorschläge von dem Bündnis kommen werden. Wie man sich einbringen kann. Berlin, den 24.10.2012. Okay, Leute. Ich glaube, bei der nächsten Besuchdrohung werden wir viele werden. Noch viel, viel mehr als das letzte Mal. Wir bleiben alle! Go to hell! André Flanell! Go to hell! André Flanell! Go to hell! Okay, das finde ich super. Okay, ich werde mal soweit. Wenn es noch Leute gibt, die auch noch was sagen möchten, nur zu. Ich wollte mal sagen, wenn ich extrem erschreckend finde, dass wie die Gerichte entscheiden mittlerweile. Wenn Leute denken, es geht um Mieterrechte, dann werden wir eines kalten Winters einer anderen Realität gewahr. 2 Monate, was heute ist das schon, da kann man seine Wohnung verlieren, auch wenn man da Jahrzehnte drin gewohnt hat. Das kann ich nur sagen, müssen wir auch verändern, dass die Gerichte so entscheiden für die Profitgeier. Und weil nämlich es so ist, dass ja auch an den sozialen Rechten eingespart wird und die Leute mittlerweile gar nicht mehr davon halb für 2 Monaten unter Umständen ihr Recht kriegen, selbst wenn sie dann irgendwo am Recht aufgeschrieben gekriegt haben, dass ihnen der Staat in der Wohngelder sonst was geben muss, kann es sein, dass sie das innerhalb von 2 Monaten gar nicht mehr kriegen, weil überall die Leute eingespart werden. Und dann ist dieses Recht sozusagen Makulatur. Auch dagegen müssen wir uns einsetzen, dass die Gerichte nur noch für die Profiteure entscheiden und die Leute, die arm sind, gar keine Rechte mehr kriegen. Wir möchten keine Almosen kriegen und nicht mehr die Stiftung, sondern wir möchten soziale Rechte haben, die uns zustehen. Und auch dagegen müssen wir was auf die Straße gehen und uns wehren. Dass uns solche Leute hier verarschen und dann die Stiftung gründen, aber die Leute eigentlich rausschmeißen. Keine Rendite mit der Miete! Keine Rendite mit der Miete! Keine Rendite mit der Miete! Keine Rendite mit der Miete!
Entschuldigung, ich wollte mal ganz kurz fragen, was machen Sie denn eigentlich? Ich mache Livestream für Kostok-TV. Das heißt, Sie filmen die ganze Veranstaltung fürs Internet. Veranstaltung, andere Demonstrationen, also die öffentlich-rechtlichen, leider nur immer einen sehr schmalen Ausschnitt. Weil Herr Flanell, Sie beschreiben eine gemeinnützige Stiftung, in der Sie verarmte Menschen vor Obdachlosigkeit und Verarmung schützen wollen. Und dann fahren Sie immer von Demonstration zu Demonstration, oder wie machen Sie das? Überlegen Sie sich mal, was Sie hier betreiben. Einerseits Familien rausschmeißen, andererseits in der Öffentlichkeit Ihr Gewissen reinwaschen mit dieser gemeinnützigen Stiftung. Die ist im Internet sichtbar. André Flanell, Stiftung, gemeinnützige Stiftung. Darauf möchte ich noch mal aufmerksam machen. Also, Rücknahme der Kündigung, dass die Familie bleiben kann und weiterhin keine Zwangsräumungen. Wir bleiben alle. Ja, damit ich die Frage von vorhin beantwortet habe, sind die sind von Spiegel geworden. Ich würde auch noch mal, man kann ja, also zu dem Haus muss man auch noch mal sagen, das ganze Haus gehört Flanell auch und es ist nicht nur das eine Büro, was er hier hat, sondern das sind auch noch verschiedene Firmen, die direkt oder indirekt mit ihm zusammenhängen und die alle im Bereich Immobilien was machen. Und sozusagen ist das hier sozusagen ein Zentrum, wo halt Verdrängung organisiert, geplant und durchgeführt wird. Das heißt dann Immobilienkompetenzzentrum. Das ist natürlich, ja genau, Terrornest ist vielleicht eine bessere Variante dafür. Naja, und da muss man natürlich auch sagen, dass wir hier für 50 Leute 50 plus x Personen der Staatsmacht haben, zeigt auch einiges, wie halt quasi die Verhältnisse hier sind, dass sich der Staat irgendwie genötigt sieht, hier solche Kompetenzzentren oder Terrornester so zu schützen. Vielleicht ist das mittlerweile aber auch angebracht. Ja, unsere Verbindung zur Polizei schütteln da den Kopf bei solchen Worten irgendwie. Naja, ich bin schon ein bisschen übertrieben, was hier irgendwie heute rumsteht, irgendwie wegen uns bei Hanseln. Aber okay. Mal gucken, wie viel es morgen werden. Weil morgen gibt es eine Kundgebung gegen einen weiteren Profiteur von Mietsteigerung und Verdrängung, und zwar die Firma Zieger Immobilien Consulting. Das Ganze findet auch um 16 Uhr statt, damit es einfacher für alle ist, es sich zu merken. Diesmal aber in der Schülerstraße 54. Okay, vielleicht nochmal. Hallo Flanell, wir wollen, dass die Kündigung, dass die Transformation zurückgenommen wird. Sonst kommen wir eben immer wieder. Wir werden immer wieder. Können Sie noch mal ganz kurz...